Okay, den haben wir noch nicht aktiviert. Und haben wir hier, irgendwie haben wir mehrere Sachen nicht aktiviert, die wir aber haben sollten. Zur Hafer zurückkehren. Na, liebend gern. Und wie müssen wir die Nächte doch rumkriegen? Wir spielen aber irgendwie fast immer dasselbe Lied. Katze. Und noch eine Katze. Könnte ich stundenlang machen. Katze. Ich würde jede Katze nur kurz streicheln. Ich habe zwar Handschuhe an, aber das dürfte kein Problem sein. Wie geht es mit deiner Schatzkarte voran? Trank. Hallo Arthur, ich wollte dir sagen, dass meine Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever! Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, es handelt sich um eine Uniform eines Historikers. Oh, du Glückspilz! Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's zum nächsten Hocken. Haben wir die jetzt oder? Sieht nicht so aus. Sehr schade. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Okay, dann wollen wir mal den Raum der Wünsche finden. Und natürlich ist Eiszeit. Hier mal nichts Neues. Ich weiß nicht. Den finde ich doch ein bisschen zu spießerisch, den Mut. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Hut, der uns noch steht. Professor Weasley? Irgendwo, wo uns keiner sieht. Der Wünsche. Endlich. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor.
Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Jetzt müssen wir noch die Toilette suchen. Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanescu zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanescu kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Wir haben hier keinen Explosionszauber, der helfen könnte. Und wo sollten wir den gelernt haben? Das wäre verboten. Wunderbar. Wir lernen immer mehr. Bitte Ivanescu auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Den besaß ich schon. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ah, hier in der Notiz. Bin stiften gegangen. Ist das... Herrje? Ah, ich warte ja schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hast. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst, T. Ja, Professor. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Ich bin so verspielt, dass hier alle... Okay, der bringt es tatsächlich nicht. Der Stab ist zu groß, um so zu springen. Eine große Kiste. Ich weiß schon. Die muss, glaube ich, da noch ein bisschen näher ran. Einen Gegenspruch zur Arktur haben wir noch nicht. Zu Schiebezauber. Braune Lederhandschuhe. Da schaue ich gleich mal nach. Na. 27 haben die. Ich finde die schöner. Behalte es aber erstmal. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Halte den Eindringling auf! Eindringling? Nein, nichts! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Aha. Ah, hier ist die Toilette. Mit etwas empört ist der Raum, dachte ich, bräuchte ein Bad. Freches Ding. Ja. Nun war ein Elzer das. Revelio. Warum Elzer den Raum der Wünsche erklärt bekommen will. Heißt das, wenn ich eine Toilette bräuchte?
Schamantunnels. Aber ja. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Das tust du doch gerade sehr gut. Aha. Mit schwebender Harfe ist äußerst verdächtig. Was war das? Was war was? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Den Schnatz können wir nicht aktuell einsetzen. Okay, wir wollen da drunter durch. Drüber können wir nicht. Ja. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Mysteriöses Licht. Und das nicht der Hauself ist. Huch, Vorsicht! Hm? Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist er süß. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum Deke gefunden. Deke ist dabei, Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke? Wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt das den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich
bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Ich dachte eher an das gute alte Haus. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Mit Puppen zum Besiegen und so. Schreibtisch der Beschreibungen. Die Spiegel sind auch sehr interessant. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Keine identifizierte Ausrüstung. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Beschwörungszauber. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Eine Zutaten wäre Sie finden zu, einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Mondstein habe ich unterwegs. Bekomme ich Ressourcen zurück, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Aha. Haben wir den Spiegel verschwinden lassen? Okay, jetzt können wir uns hier einrichten. Ist das das, was man vorher gesehen hat, wo man sich in einem Haus häuslich einrichten kann mit Stationen und so weiter? Und später auch ganz, ganz interessanten Sachen. Ja, hier Kunstwerke und so weiter, das ist genau das. Kleine wissenschaftliche Tränkestation. Kleine gotische. Kleine elektrische Tränkestation. Kleine botanische Tränkestation. 82 von 2. Ah ja, und jetzt können wir hier Animal Crossing spielen und das platzieren. Aha. Blaue, eine gelbe, eine grüne und eine rote. Aha, aha, aha. Tränkestation. Zweite brauchen wir nicht.
Platzieren wir uns das hier in der Ecke. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Schreibtisch der Beschreibung, da haben wir doch schon einen. Wandgegenstände, Quidditch-Stafel, egal mit Totenkopf und ja, Kerzen. Sehr schön, können wir uns hier einrichten. Budgetverschwörung. Das sieht uns langsam aus. Sitzmöbel. Haben wir noch keine. Ein Thron auf der ganzen Welt zu finden. Dann können wir hier schöne Sachen finden, die wir uns in den Raum der Wünsche einstellen können. Das wird hier ganz angenehm. Wenn wir Sitzmöbel haben, Sofas und Couches. Dick wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können wir uns ein ganz großes Studierzimmer einrichten. Können Sie mir mehr über Dick sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Aha. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Dick hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Der putzt schon. Kann ich solche Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Aha. Ich wende mich an Dick, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Das geht. Ich bin bereit für die nächste Lektion. Ein neues Level. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Raum der Wünsche. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestation und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Den war. Stühle. So ist die Übungspuppen. Ah, hier kriegen wir neue Einrichtungsgegenstände. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa bei. Auf jeden Fall, da kommen wir sofort hin. Kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Ich komme sofort. Aber erstmal müssen wir den Zauberraum einrichten. Oh, was egal liegt, die ist auch großartig. Wanddekoration. Wie ging das nochmal mit hier? Eins. Nein. Eins. Wanddekoration. Aha. Seltsame Gemälde.
Bodendekoration. Zum Beispiel nennt man eine Couch. Oder erstmal einen Stuhl. Zum Beispiel hier am Schreibtisch. Teppich hier sehe ich hier. Stellen kann man den nicht. Hier vor das Regal zum Beispiel. Gute Arbeit. Machen wir weiter. Hier könnten wir mal die Farbe ändern. Oha. Kerzenhalter. Ein bisschen Licht. Dort in die Ecke darf es nicht rein. Warum denn nicht? Wird noch alles knallbunt. Tisch haben wir auch noch. Da sollte noch ein Stuhl hin.
meine bequeme Sitzecke. Dann kommt da noch ein Regal hin und so. Später noch Sofas und so. Wenn irgendwas nicht mehr passt, können wir es dann auch wieder auflösen. Von dem hier ändern. Ein Tranktisch. Finde ich den roten doch viel besser. Zauberspruch für. Ich habe nur T gedrückt. Das wäre ein bisschen blöd. Und dann machen wir es halt auf die Weise. Dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Hätten wir gebraucht. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändert sich. Ich weiß schon. Zauber.